Jens. Hallo zusammen, wir sind weiter mit dem Halloween-Event beschäftigt. Ich weiß nicht, ob wir es richtig machen, aber wir versuchen es mal. Wir sind jetzt hier mit der Anna und dem kleinen Federvieh. Und wir haben Blutmondwetter, wie ihr seht. Zeige ich euch jetzt. So. Hier, also. So sieht das aktuell aus. Das hat man überall. Es ruckelt gerade was wegen dem Update. Das ist normal. Und die Häuser sehen anders aus. Das schauen wir uns sofort an. Also, Zugriff in 3, 2, 1, rein! Hier ist gerade irgendwo was geflogen. Ein Feuerzeug. Da ging die Tür. Ein Feuerzeug lag tatsächlich unter der Lampe draußen. Also, wenn ihr das sucht, steht da jetzt. Bravo, Küken. Ja. Ah, ich hab den Knochen. Ich lasse das Totem mal liegen, falls einer von euch das mal sehen will. Ja, ich habe mal einen kurz in die Küche gelegt, weil ich da was gehört habe. Es kann aber auch sein, dass der vielleicht in dem Flur ist. Ich verteile mal hier Salz. Was macht man mit dem Totem? Das muss man nur einmal fotografieren. Das macht das Küken schon. Ich hab nach Jahren endlich mal den Markus wieder gesehen. Oh, der hat gerade hier eine Kerze ausgepustet in der Küche. Kannst du fotografieren, wenn du willst. Ich bin gerade im Er hat mich angequatscht. Ah, okay, und super. Ah, warte, ich habe einen Glowstick, glaube ich. Nee, habe ich doch nicht. Ich dachte, ich habe einen. Also, der Geist ist in der Küche, Küken. Da ging eine Tür. Hm, hier ist nix. Welche Tür war das? Ist das die Kellertür gewesen? Die Garagentür? Ich glaube, irgendeine Tür. Oh, jetzt sind sie verschwunden. Also ich sehe nirgendwo UVO momentan. Ich brauche schon mal teilweise einen Ghost Highway. Haben wir das Versteck hier? Nee, nee. Ich habe etwas Salz in der Garage verteilt, falls man ihn lupen muss. Und da ist aber kein Versteck, also seid vorsichtig. Ich habe noch kein Versteck gesehen bisher. Vielleicht haben wir hinten im Schlafzimmer eins. Hier ist es relativ kalt. Hier hinten im Schlafzimmer ist ein Versteck, dann baue ich da hinten mal auf. Das ist cool mit dem Licht. Also Orbis habe ich noch keine gesehen, Buch liegt da und Thermo habe ich auch eins dahin geschmissen einfach. Ja, gucken wir mal, machen wir mal das Versteck da hinten fertig. Ich weiß, Magis liegen ja, hinten im Versteck. Ist das 5? Ja, das habe ich gerade gehört. Okay, wir haben EMR 5, Küken. Okay. Was haben wir noch? Ja, und zwar nach Fingerabdrücken hier. Habe ich gerade eben geguckt? Nee, wir haben 2 Beweise, ne? Ich habe gerade eben geguckt, da waren keine, aber vielleicht können noch welche kommen. Nee, ich habe gerade eben noch mal nachgeguckt. Wir haben 2 Beweise. So, habe ich noch mal Licht kurz angemacht. Dann nehmen wir noch eine Laterne. Was können wir noch nehmen für den Ghost Highway? Ah, wir könnten einen Goryeo haben, ne? Ja, es könnte noch ein Goryeo sein. Ich glaube, Goryeo ist noch möglich, oder? Das heißt, wir müssen aufpassen. Oh, hier ist doch ein Totem. Ja, aber das eine ist doch vorhin hier in der Küche verschwunden, oder? Ja, in der Garage. Luren Sie erstmal an. Das ist schön erzählt. Hier ist doch der Breaker. Oh mein Gott, ich bin mal wieder sehr schlau. Ich laufe hier ohne Feuerzeug rum und denke, warum kann ich das nicht einschalten? Hier die Laternen. Ist der Breaker aus? Ich mach ihn wieder. Was ich sagen wollte, auf der Map sind viel mehr Totems als auf Point Hope. Oh, der ist gerade hier ins Salz. Ich wollte gerade sagen, der ist gerade nochmal durch Salz. Aber keine Abdrücke.
Scheiße. Aber es ist jetzt noch kein Freezing. Wir müssten mal gleich aus dem Raum rausgehen und mal gucken wegen Goryeo. Ich glaube, der hat gerade mein Feuerzeug ausgepustet. Oh, die Tasse. Ja, das können die auch machen. Oh, Wraith ist übrigens raus. Den Break hat er auch ausgemacht, ne? Dann wäre der Jin ja auch raus, ne? Ja, den Break hat er oft genug ausgemacht. Ich stelle mal einen EMF4 hin. Also ins Buch hat er noch nicht geschrieben. Ich denke mal, es könnte vielleicht ein Goryeo sein. Da ging gerade eine Tür. Küken, machst du da Fotos oder hast du schon genug gemacht? Nee. Achso, du hast zwei aufgehoben fürs Geisterfoto, ne? Aber wir haben gar kein Geisterfoto, fällt mir gerade auf. Haben wir kein Geisterfoto als Aufgabe? Mehr Profis am Werk, warte mal. Mach ich einfach Salzfoto. Komm mal hier in den Flur, Küken, dann gucken wir mal wegen dem Dingens, wegen Goryeo. Obwohl, du kannst vom Flur aus gucken, ich guck mal vom Wohnzimmer aus. Erstmal hier in den Truhe. So, wir sind in Hunting Range. Oh, er hantet gerade. Nee, Mann. Oh, das Kruzi ist angeknabbert worden, ja. Ja, das meine ich doch. Ich lasse eine Kamera in seinem Raum und eine stelle ich ans Ende vom Flur mal hin. Du kannst ja mal gucken. Ich bleib vom Raum fern, dann kannst du mal gucken wegen, den Dots. Ja, warte, also. Kein Shades und keine Raiju. Wahrscheinlich kein Raiju. Also auf den Kameras soll ich jetzt noch Dots gucken. Genau, es könnte ja ein Goryeo sein. Ja, gut. So. Du kannst ja gucken, welche Kamera besser passt. Ich hole mal schnell das Kruzi hier raus. So, jetzt will ich mir das hier unter den Hintern legen. Okay, er kann dann jetzt auch nachher handeln. Du kannst ja mal auf den Kameras gucken, ob da was Auffälliges zu sehen ist. Haben wir noch Salz? Nee. Spirit haben wir noch. Raiju, Meiling, Obake. Küken, Shade ist raus von der Hunting Range her, oder? Ja, das habe ich doch gerade eben gesagt. Also er. Hatten wir nicht vorhin auch einen Airball gehabt? Dann wäre der Oni doch raus. Oder war das die vorige Runde? Das war die vorherige Runde. Okay, ja, dann lassen wir den Oni noch drin. Genau. Also der kann hunten, wenn er will. Da ist nämlich, ich habe das Kruzi aus dem Raum entfernt und das andere Kruzi ist bei unserem Versteck hier hinten. Dann warten wir mal hier, dass er huntet. Hunt! Okay, sie wurde schneller. Das könnte ein Oni sein. Sie hat Line of Sight Beschleunigung. Das könnte aber auch Twins sein. Shit, ich habe keinen Timer gemacht. Sehr interessant, sagt der Hunter ja noch. 8:50. Jetzt aber nicht mehr. Okay, ich schreibe gerade die Zeit auf. Das wären 9:20, 10:20 und das wären dann 11:50. Okay, ich habe einen Timer aufgeschrieben wegen dem Spirit. Ich teste mal kurz die Spiritbox. Also ich glaube, sie hatte normale Line-of-Sight-Beschleunigung. Ich weiß jetzt nicht, ob das Twins oder so sein können. Ich bin da ein bisschen eingerostet mit den Geschwindigkeiten. Ist auf jeden Fall eine kleine Mädchen, das konnte man sehen. Genau, es ist dieser kleine mit den Zähnen im Gesichtswerk. Also, ich... Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here?
Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Okay, keine Antwort auf der Spirit Box. Wir haben auch keinen Freezing. Airball, kein Uni. Könnte einfach nur so ein Spirit sein, ha? Huh? Freezing können wir dann trotzdem. Hallo, du Krabbelkeks! Meine Fresse, haut die mir da die Eingangstür ins Gesicht, der Krabbelkeks. Ja, pass auf, die ist aber im Wohnzimmer gerade, weil die da ein Event gemacht hat, ne? Das ist doch egal. Ich stehe hier am Ende des Flurs mit einem Smudge. Hier ist auch Salz. Da kannst du hier zum Salz hinfliehen. Okay, es könnte ein Spirit eventuell sein. Weil die Zeit für einen normalen Geist ist rum. Okay, kein Spirit. Krabbelkeks! Langsamer, oder? Boah, geh weg! Ich glaube, sie ist etwas langsamer. Eventuell Twins? Meine Güte, ey. Die ist doch die ist nicht schneller geworden, oder? Könnten Twins eventuell sein, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Aber die hätten Spirit Box, wenn es keinen Freezing gibt, weißt du? Ich versuch's nochmal. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. So ein Spirit könnte nämlich erst jetzt handeln, also ist der Spirit raus, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Es ist definitiv kein Raichu, es könnte noch Obake Goryeo Twin sein. Also Goryeo, Obake oder Twins, das heißt, wir müssten mal auf den Shapeshift gucken. Goryeo ist natürlich wieder kacke. Keine Twin. Nein, man kann sich nicht mehr durch Türen packen. Ach cool, haben sie den Glitch entfernt? Nicht so cool, meiner Meinung nach. Ich muss die nachher mal versuchen zu loopen. Dann müssen wir mal auf den Schild schicken. Och Mann, oh, jetzt kann ich mich nicht mehr in die Winde backen. Langweilig. Ich hoffe, so kann man hier einigermaßen gut sehen. Event! Woher wusste ich, dass das jetzt ein Event ist, weil die Tür da vorne zugegangen ist? Das heißt, die macht ein Event im Flur. Sing Sang! Boah, vor meiner Nase. Hütten, du kannst im Flur, wenn du willst, mal die Kamera nehmen und wegen Goryeo gucken. Ja, das Krüssel angenagt. Ja, ich hab's gehört. Nö, brauchst du nicht. Du musst darauf achten, ob der Geist in der Kamera sichtbar ist, aber nicht in echt, wenn er Dots macht. Weil ich sehe nichts anderes, weißt du? Da, wir haben kein Buch, wir haben kein Freezing, wir haben keine Spirit Box. Airball bei mir. Die machen immer das Licht aus, wenn sie einen Airball machen. Sing, sing. Sie ist bei mir in der Garage. Abgehauen, ey. Super, mach meinen Ghost Highway kaputt. Jetzt hat sie meinen Ghost Highway kaputt gemacht. So ein kleiner Arschkeks. Na komm. Zeig mir deine Dots. Sei nicht so schüchtern. Zeig mir deine Dots. Give me your Dotsies. Dotsy Dots. Dotsy Dots, Dots. Die Dots, Dots, Dots. Waker Kopf. Handkopf! Ich glaube, es ist was schneller, oder? Komm her, Geist! Komm her!
Hierher. Garage. Hallo. Grüß dich, du. Ich habe jetzt keinen Shapeshift sehen können. Die hatten Senden immer so nach dem Motto, du wärst fast tot. Beziehungsweise du wärst tot. Ja, ich würde sie in die Garage locken und ich wollte gucken, ob ich einen Shapeshift oder so sehe. Ich glaube, das ist einfach nur ein Kategorie. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einfach nur ein Kakorio ist. Hast du irgendwie eine andere Geschwindigkeit gehört als vorher? Ich habe auch keinen Plan. Küken, ich lass die Kamera mal stehen. Ich glaub, guck noch mal nach Gorio im Truck. Ich würde aber gerne mit dem Breaker rum. Ja, irgendwie schon, ne? Komm zu mir, Geist! Und bist du Arschkeks. Das war ein Event. Ach so, ich dachte, das wäre eine Hand und der kommt gerade auf dich los. Ja, habe ich auch zuerst gedacht. Jetzt huntet sie. Hallo Geist, kommst du mal her oder bleibst du jetzt im Wohnzimmer? Hallo? Okay, sie wird schneller. Kein Shapeshift gesehen. Könntest du einen Shapeshift sehen auf der Kamera? Die Sounds von den Türen verändert. Hatte ich nicht im Wohnzimmer noch eine Kamera? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir wieder so einen kleinen stinkenden Gorio haben. Sag mal, beruhigst du dich jetzt mal? Mensch, geh zurück in dein Zimmer, Geist. Hopp. Na komm. Wenn die jetzt hinter mir anfängt zu handeln, bin ich eh tot. Ich hoffe. Mensch. Ja, ich stehe hier gerade in der Garage und guck. Sam! Mensch, die macht die ganze Zeit Events hier! Die macht die ganze Zeit Events bei mir in der Garage. Ich glaube, das. Oh. Das war ein Red Light Event. Ey, die dreht gerade total ab hier in der Garage. Ich bin vielleicht gleich tot, falls ich sterbe, fahrt mit Gorio. Ich weiß nicht, weil Obake hat auf jeden Fall die Fingis erzwungen. Und die Dots lassen auf sich warten. Ja. Sag mir, wenn der Sensor ausgelöst wird, wenn sie wieder in der Küche ist. Ich habe gerade einen Sensor gehört. Da ist eine Kamera in der Garage. Ich kann sie gleich mal versuchen, hier reinzulocken. Ich könnte dabei nur sterben, aber vielleicht siehst du ja dann einen Shapeshift. Versuch sie gleich mal beim nächsten Hand ein bisschen zu verfolgen. Mensch, dieser. Also der Geist hier, der passt zum Blood Moon, wirklich. Sorry, mein Gesicht ist jetzt auch total rot, weil hier alles rot im Spiel ist und der Monitor sehr groß ist. Sag mal, jetzt benimmt sie sich aber ein bisschen wie ein Spirit, so gefühlt. Aber der hätte auch die Box. Oder Buch, und wir haben kein Buch. Es kann doch noch ein Gorio sein, glaube ich. Ich sehe keinen Orb, wir haben keinen Freezing. Ein Orb ist auch keiner da, oder? Sag mal, es reicht langsam. Orb habe ich, gucke ich jetzt gerade zum dritten Mal. Ich sehe aber immer noch keinen. Sie erntet. Komm her! Komm her! Hier! Hallo!
Konntest du irgendwas sehen? Nicht viel, ehrlich gesagt. Also Shapeshift nicht. Dann lass uns mal alle zusammen in den Truck gehen und mal nach den Dots schauen. Weil... Ich glaube, das ist einfach nur ein Gorio. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen, außer es ist ein Spirit und ich habe vorhin die Zeit falsch gezählt. 8:50. Gorio auswählen. Wir gucken mal kurz, ob wir hier irgendwas sehen. Beobachtet ihr mal den Monitor? Ich beobachte mal hier wegen Twin Interactions, weil ich bin gerade nicht ganz sicher wegen der Geschwindigkeit. So, das ist auf jeden Fall ein EMF5, was ihr da seht, ne? Das hier. Das ist EMR5. Das reicht nicht für Twin Interactions, was ihr hier gerade seht. Also ich sehe auf jeden Fall keinen Orb. Ja, die Dots beim Gorio können manchmal eine Ewigkeit dauern. Ich kann mal noch eine Kamera da in das Wohnzimmer klatschen. Ich packe mal schnell eine Kamera noch ins Wohnzimmer als Extra-Kamera, falls die eine Perspektive nicht reicht. Die ist jetzt ein bisschen weit weg, aber ich will jetzt nicht reingehen und verrecken, weil die ist gerne im Wohnzimmer unterwegs, die Madame. Ich sehe aber keine Twin Interaction hier. Aber kann es sein, dass die vorhin ein paar Mal von dem Flur aus gehuntet hat? Vielleicht ist die auch eher so im Flur. Das heißt, wir müssen so die Ecke, die zum Flur rüber geht, mal gucken, ob da vielleicht dort auftauchen. Weil die Dots gehen ja ein bisschen in den Flur rein, ne? Ja, das stimmt. Weil ein Spirit, der hätte die Spiritbox oder das Buch. Und das Buch liegt da schon gefühlt eine Ewigkeit rum und da ist nicht reingeschrieben worden. Ja, ich habe auch ein Buch vor die Kellertür gelegt. Ja, okay, das heißt, wir haben ja beide Räume dann abgedeckt. Die Küche und den Flur, falls der Geist eher im Flur ist. Waren das gerade dort oder habe ich mich verguckt? Da war ja, so ja nein, nein, ich habe sie auch gesehen. Hast du es auch gesehen? Ah, okay. Ja, dann ist es ein Gorio. Ja, eindeutig. Dann glaube ich nicht, dass es irgendwas anderes ist. Küken, hast du sie nicht gesehen, oder? Unten links im Bild? Nee. Ja, wir können ja noch kurz gucken. Ich glaube, die ist da gerade noch mal gelaufen. Ja, jetzt hatte ich gerade nicht geguckt, weil ich zu weit zurückgegangen bin. Ihr könnt es ja schon mal eintragen und dann können wir ja, während wir abfahren, gucken, ob noch mal welche auftauchen. Habt ihr es drin? Yeah. Ja. Ja, ich hab Gorio drin. Okay, 3, 2, 1 und auf den Monitor gucken. Küken, Eierkopf weg. Nein, ich sehe jetzt gerade nichts. Jetzt habe ich es bestimmt nicht eingetragen, so geht's mir. Welcome back. There's some jobs ready. Haben wir den Knochen überhaupt gehabt? Warte, wir haben wieder 22 Blood Points. Blood Moon Team Points. Das war auf jeden Fall richtig. Ja, ich hasse Gorios. Ey, warum müssen wir den in der zweiten Mission kriegen? Hey, haben wieder ein Perfect Game hingelegt. Wow, ich dachte, ich bin total eingerostet, weil ich monatelang nicht mehr gespielt habe. Krass. Und ich habe auch alle Dailies. Cool. So, das sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. So, weil ich